So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen hier mit mir und euch zusammen gehen wir jetzt hier auf die Gnomjagd. Also wir sind jetzt hier auf der Suche nach den Scheiben. Ja, der Boss sagt uns, 5 Scheiben brauchen wir, eine haben wir, die ist kaputt, besorgt sie von dem Druiden. Und lag das nicht auch im Osten? Gucken wir mal. Questkarte. Cyrus ist überfällig, da oben liegt es. Die gestohlene Kristallscheibe, da, also da und da. Lässt sich regeln. Da kommen wir hin. Gut. Es wird jedoch ein etwas längerer Wanderweg und ich werde auch umrüsten. Das heißt, ich gehe von Stab jetzt gerade mal auf Schild und Schwert über, weil hier einfach so viele Wildschweine und Wölfe rumdörpen. Genau, und ich deren Schläge nicht mal blocken könnte, wenn ich wollte. Und sobald ich das nicht blocken kann und er selbst nicht bedödelt wird, also benommen, dann, Ach, das ist eine junge Stachelratte. Ja, und wenn die halt, wenn die nicht benommen werden, die Schweine halt, dann schlagen die dreimal zu. Und das wäre einfach Free Damage, den ich die ganze Zeit kassieren würde. Und deswegen rüste ich jetzt eben mal um. Auf Schwert und Schild. Da ist ja sowieso Stabkampf, Schwert, Stab- und Schwertkampf einüben möchte, ist das nicht so wild, dass ich jetzt gerade mal hier die andere Sache benutze. Oh, falsche Taste. Hört es sich für mich nur so an, oder? Donner? Hier ist... Mann, meine Nase! Ist verstopft. Ich kann dadurch gar nicht richtig atmen. Eben eine Sekunde, Leute. So, jetzt sollte es gehen. Meine Güte nochmal, ey. Oh Mann. Wie ich sowas hasse. Wer ist denn das? Marvin? Hi! So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Marvin. Hm, so so. Marvin. Was machst du hier in der Wildnis? Ich wollte gerade was essen. Sieh an, ein Witzbold. Und die Hütte hier? Das ist deine, ja? Ich bin Jäger und suche Pflanzen. Du siehst mir eher aus wie ein Plünderer. Weißt du, was wir hier mit Plünderern machen? Hey Mann, mach keinen Scheiß. Ich werde auch bestimmt in die Stadt gehen. Ja, klar doch. Das glaubt dir sowieso keine Sau. Du sagst mir jetzt, was du hier wirklich machst. Ich habe gehört, dass die Ruinen voller Schätze sind. Und da bin ich losgezogen, um mir welche zu holen. Ich habe mir sogar eine Schaufel und eine Spitzhacke besorgt. Schluss mit dem Unsinn. Ich sehe dir an deiner Nasenspitze an, dass du lügst. Und wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder? Keine Chance. Okay, okay, dann hör zu. Die Sache ist so verrückt, dass du sie mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst. Kurz bevor mich die Weißen in der Hafenstadt eingesperrt hatten, fing es an. Ich hatte so merkwürdige Erscheinungen. Erst war es noch harmlos. Nur Albträume und so. Aber dann wurde es immer schlimmer. Ich hielt es in der Stadt nicht mehr aus und bin hierher geflohen. Aber auch hier draußen wurde es nicht besser. Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Angst. Die ruhelosen Geister der alten Burgherren dieser Insel verfolgen mich. Ich bin verflucht. Jetzt reicht's aber. Du kannst ja gerne mal eine Nacht hier bei mir bleiben, wenn du mir nicht glaubst. Dein dämliches Gesicht möchte ich gerne mal sehen, wenn der Geist von Burgherr Patroskon vor deinen Augen erscheint. Patroskon? Ja, wenn er zu mir kommt, habe ich seine schrecklich flüsternde Stimme in meinem Kopf. Er will irgendwas von mir, ich weiß aber nicht was. Vielleicht hast du etwas bei dir, was einen Untoten interessiert. Was zur Hölle soll das denn sein? Moment. Ich habe irgendwo im Wald diesen seltsamen Ring gefunden. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich diese Erscheinung erst, seit ich diesen Ring an mich genommen habe. Ein Ring? Zeig mal her. Ja, gerne. Hier, nimm das verfluchte Ding. Ich schätze, du hast wirklich ein Problem.
Ist ja kein Wunder, dass du die Untoten zornig machst, wenn du dir ihren Kram einfach in die Tasche steckst. Verdammt! Und was soll ich jetzt tun? Ich werde mich um deine Geister kümmern. Wirklich? Wie willst du das denn anstellen? Es gibt einen Grund, warum dieser Burgherr Patroskan und die anderen Untoten dir erschienen sind. Diesen Grund werden wir beide bald kennen. Ich danke dir, dass du mein Elend beenden willst. Ich hoffe nur, dass du Erfolg hast. Diese Erscheinungen sind unerträglich. Hast du eine Ahnung, woher deine Geister kommen? Nein. Aber wenn es wirklich Geister von untoten Burgherren sind, dann wird man ihre Körper vielleicht noch in den alten Burgen finden. Nicht weit von hier im Norden steht ein zerfallener Turm einer alten Burg. Irgendwo an der Westküste der Insel habe ich auch schon welche gesehen. Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste. Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir werden sehen. Wurde was gezeichnet. Aha. Ein von sechs Vasallenringen. Bam, bam. So, auf geht's. Also mit Untoten muss ich mich jetzt auch noch umschlagen, ey. Oh Mann. Wohin von hier aus? Hoch? Nee, runter. Ja, und dann durchs Gebirge da, durch irgendwie durch eine Höhle anscheinend. Wir sehen da ja keinen Weg mehr. Scheint mir ziemlich dann gebirgig zu sein. Jetzt hier hoch? Ja. Hier hoch. Dann werden wir sehen, was sich hier ergibt. In der Zeit können wir die Gegend genießen. Und da sind schon Gnome. Diese hässlichen kleinen Mistviecher mit ihren hochgestochenen Nasen, ey. Wow. Häuptling? Ziemlich schnell, diese Biester, ey. Die sind einfach unglaublich schnell. Da sind schwarze Wölfe. 12 Hähnchen sprachen. Wenn ich es da mit einer riesigen Menge von denen zu tun kriege, bin ich echt am Sack. Also habe ich verloren, glaube ich. Mal gucken, was da auf mich zukommt da. Oh Mann. Riecht schon mal nicht schlecht. Riecht schon mal nicht schlecht. Habe ich ja auch gekocht. Sieht richtig lecker aus. Sieht richtig lecker aus. Oh, 5. Hier lang? Nee, hier lang. Ach. Wirklich da lang? Naja. Warte, ich werde das mal mit dem Stab ausprobieren. Oh fuck, mit dem Stab kann ich die nicht blocken.
Jeder Kampf ist hier übelst anstrengend. Erst recht gegen eine Überzahl. Die machen es echt ein die ganze Zeit nicht leicht, die Viecher. Das ist der Hammer. Die sind übelst strong, alle. Dass man da in Gothic 3 konntest du auch mit Stabwaffen kämpfen und dann konntest du dich mit Ausdauer im Kreis drehen. Und weißt du, damit hast du alle nach einer Weile, wenn du genug Ausdauer hattest, genug Level, einen schönen Stab, eine Stabwaffe, mit der du gekämpft hast, Alter, da hast du alles zerstört mit. Du bist Spin-to-Win-mäßig einfach durch die Gegner durch und hast die gerackt. Und hier ist es echt mega schwer. Muss man einfach mal sagen, das ist echt heftig. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Was ist das für eine merkwürdige Schildkröte? Naja, egal. Und nochmal von vorne. Geschafft. Das sieht mir nicht danach aus, als sollte ich das Monster irgendwie angreifen, weil... Ne? Wer schon mit ein paar Motten zu viel hat... Upsala, hä? Falsche Tasten. Wer schon mit ein paar Motten zu viel zu tun hat, sollte sich nicht unbedingt mit so einem Vieh anlegen, glaube ich, in diesem Spiel. Jetzt müssen wir auch noch durch so eine Höhle durch. Mit Gnomen drin, was auch sonst. Elendiger kleiner Mistkerl. Alter, ist das beschissen. Nee. Mein Gott, die gehen hinter mich! Gesehen, Mann, die sind hinter mich gelaufen. Und wenn ich angegriffen habe und meinen Block entfernt habe, dann haben die anderen Arschgesichter mich mit ihrem Müll beworfen, ey. Wie anstrengend das ist, gegen so eine Horde von diesen kleinen Bastarden zu kämpfen, ne? Boah, ist das anstrengend. Genug Mana. Ja. Magie ist doch zu was gut. Ja. 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 Werkzeugbeutel. Gott sei Dank habe ich Magie. Bisschen zumindest. Dadurch konnte ich das Ganze jetzt ziemlich einfach lösen. Muss ich mal so sagen. Trotzdem mag ich es nicht, in Höhlen rumzulaufen, wo Gnome drin sind. Und nochmal. Geschafft. So. Ja, mapmäßig sind wir am richtigen Ort. Alles cool. Alles Paletti. Alles ist Paletti. Wir schleichen uns jetzt mal hier durch, bevor wir hier größte Aufmerksamkeit erregen. Obwohl wir das vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Oh, Skelette.
Damages. Oh, dreh dich nicht scheiße um mich herum. Sowas hasse ich, wenn mich diese Monster umzingeln. Mann, die umzingeln mich auch. Darauf kannst du nicht antworten. Wenn dir dann von hinten im Rücken einen reinklatscht, dann kackst du einfach nur ja, in der Ecke, sozusagen. Das ist... Ah! Ihr seid hinterlistig, fies! Schweine! Nein! Willst du mich verarschen? Ja! 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 Noch einer? Ja! 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 Du und ich. Ja. Ja. Schweine, es ist wie gegen Menschen zu kämpfen. Gegen Menschen in Überzahl. Nur, dass Skelette halt nicht gerüstet sind. Alter, ist das nervig. Und anstrengend und schwer. Alles. Jungs und Mädels und Freunde der guten Volksmusik, also... Das Ganze ist hier gar nicht mal so leicht. Aha. Skelettkrieger auch noch. Jetzt sind's Krieger. Ja. Ja. Einfach die gleiche Sorte nochmal. Einer mit Keule, einer mit Stab. Na also gut, zwei mit Keulen. Das finde ich so hinterlistig an Mobgruppen. Oder an Überzahl allgemein. Die Überzahl allgemein. Die hauen dann immer einen rein, wenn man die Deckung halt aufgibt, weil man schlägt. Ich hasse euch alle dafür, ihr Scheißskelette. Ey, den einen hätte ich eigentlich fast ausgeschaltet, nur dass der Feuerball halt nicht durchgekommen ist, weil der andere Lappen sich ja meinte, ich überhole dich, Kollege, was sagst du dazu? Okay, dann gucke ich jetzt erstmal weiter. Obwohl ich die eigentlich schaffen könnte, so ist es nicht. Finde ich. Oh, wow, was bist du denn für ein hässliches Mistvieh? Ein Ghoul! Den anderen da hinten will ich nicht pullen, ey. Boah, der benutzt Magie.
Wow! Lol, ich habe den nächsten Ghoul hergelockt, weil ich den anderen Ghoul getötet hat und er den fressen wollte. What? Also das sind auch starke Mistviecher, ey. Echt stark. Alles ist stark in diesem Spiel. Das ist der Hammer, ey. Alter. Dass die jetzt auch noch Magie benutzen. Monster, die Magie benutzen. Hallo? Gut, Leute, aber diese Höhle werden wir durchqueren. Müssen wir durchqueren. Also hier oben seht ihr ja den Weg. Da müssen wir durch und dann kommen wir auf die Insel der Gnome, ey. Boah, was das wohl wird, das frage ich mich jetzt schon, ey. Aber auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann einfach diese Ghule vornehmen. Vielleicht noch diese Skelette und dann die Insel der Gnome. Das wird noch eine Heidenaktion, sage ich euch. Ich würde sagen, haut rein, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Ich halte jetzt endlich mal die Zeit von 20 bis 25 mal wieder ein. Ja, haut rein, hat mir Spaß gemacht und haltet die Ohren steif.